Hallo und herzlich willkommen zum Auswertungsvideo der Umfrage, die ich letzte Woche gestartet habe, zum besten Projekt. Und ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal mit der Umfrage an, die ich ja gestartet habe. Und ja, ihr seht schon anhand des tollen Diagramms, was ich hier einblende, dass es eigentlich gar keine drei Plätze gibt, wie ich sonst immer gemacht habe, sondern nur zwei. Weil die einzelnen Prozentzahlen häufiger belegt sind, ne? Deshalb haben wir auf Platz 2 vier Projekte mit jeweils 10% Abstimmungsraten, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir einmal Opposite Side, wir haben einmal Mario Kart 8 Deluxe, Rayman 3 für den Game Boy Advance und einmal die Ultra Hardcore Season. Also die sind alle auf Platz 2 gelandet. Nochmal vielen Dank fürs Abstimmen an der Stelle. Es haben leider ein bisschen weniger mitgemacht als letztes Jahr. Aber das macht natürlich nichts. Genau, ich freue mich über jeden, der da abstimmt, weil es gibt mir einfach ein tolles Feedback. Ja, und dann haben wir auf Platz 1 auch zwei Projekte. Ja, und zwar haben wir da einmal Cube Zelda, The Dark Ruler. Das ist hier in grün markiert. Und wir haben einmal Rayman M. Ja, freut mich, dass die beiden Projekte auf Platz 1 gelandet sind und interessanterweise genau gleichwertig abgestimmt wurden. Cool. Also so viel zu dem Diagramm, da gibt es auch nicht so viel zu sagen. Ich habe es irgendwie schon so ein bisschen erwartet. Mich wundert nur, dass Legende des Goldenen Kelchs nicht dabei ist, weil das eigentlich auch sehr gut ankam, das Projekt. Aber dass Rayman M und Cube oben sind, das dachte ich mir schon. Okay. Ja, aber dann würde ich sagen, kommen wir gleich zum nächsten Punkt, denn wie auch letztes Jahr habe ich wieder in einer kleinen Tabelle, die ihr jetzt auch hier cool eingeblendet seht, alle Werte mal aus den Analytics zusammengetragen, was jetzt Likes, Kommentare und Views betrifft. Und ja, hier ist die tolle Tabelle. Ihr seht schon, also das sind immer durchschnittliche Sachen, ne? Also jetzt hier Secret of Herobrine durchschnittlich 46,23 Views. Das heißt natürlich nicht, dass jeder Part so viel hat. Es gab natürlich welche, die hatten mehr, welche, die hatten weniger. So, es hat einen Durchschnittswert, ne? Ist klar. So, und was dieses Mal an diesem Jahr sehr cool ist, dass wir hinten, ne, die Partsanzahl in der letzten Spalte meistens relativ hoch haben. Oder, ja, einigermaßen. Also im Vergleich zum letzten Jahr. Weil dadurch kann man nämlich eine bessere Bilanz ziehen. Weil im letzten Jahr war es nämlich so, dass da immer nur zwei, drei Parts standen von den ganzen Adventurecraft-Projekten. Und da waren hier vorne in der ersten Spalte und in der zweiten extrem hohe Werte. Weil die ersten Parts halt immer am beliebtesten sind. Und aus diesem Grund war es da schwierig für mich rauszuziehen, wie beliebt es jetzt tatsächlich ist. Das ist dieses Jahr besser. Also dieses Jahr finde ich das leichter. Ja, ihr seht die Tabelle, schaut sie euch an. Also welche Projekte auf jeden Fall am besten ankamen, kann man deutlich sagen, sind, denke ich, Secret of Herobrine, Rayman M und wo war es? Cube Zelda. Also Cube Zelda war, glaube ich, am beliebtesten fast. Also genau, es fällt auf, von den Likes ist auf jeden Fall Cube Zelda an oberster Stelle und von Views eigentlich auch, weil wir müssen betrachten, Cube Zelda hat 30 Parts, ne? 30 Parts, das ist extrem viel und da konstant immer so gute Werte zu haben, es hatte wirklich immer gute Werte, das ist extrem stark. Deswegen hätte ich fast Cube Zelda auf Platz 1 gesetzt an der Stelle von Beliebtheit, von jetzt rein Kommentaren und Views her gesehen. Was bei Rayman M auffällt, dass es relativ viele Kommentare man bekommen hat und auch die Legende des Goldenen Kelchs. Ja, also hier sind immer die durchschnittlichen Kommentaranzahlen pro Part. Und da haben wir eben bei Rayman M am meisten. Und auch bei Legende des Goldenen Kelchs haben wir relativ viele und da sind auch die anderen Werte, Likes und Views, relativ hoch. Genau, also ich find's cool. Tolles Ergebnis, freut mich. Und ich kann da einfach mich immer nur bedanken dafür, dass ihr das mich so supportet. Was mir als einziges aufgefallen ist, was ich ein bisschen komisch finde, ist bei Opposite Side. Ja, das ist auch ein Adventurecraft-Projekt, wie die anderen drei davor dieses Jahr. Biohazard, gut, das hat nur ein Part gehabt, das ist jetzt eigentlich, ne, so. Braucht man nicht zu betrachten.
So, aber Opposite Sides ist mir aufgefallen, es ist irgendwie extrem schlecht geschaut für ein Adventure-Craft-Projekt. Ich habe keine Ahnung warum, weil die Map ist eigentlich extrem cool. Weiß nicht, vielleicht kommentiere ich es schlecht oder so. Oder vielleicht interessiert die Map an sich nicht viele, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich kann es mir nicht erklären. Weil davor war ja Cube Zelda dran und ihr seht ja, das war quasi doppelt so gut. Keine Ahnung, aber ist auch eigentlich egal, ich finde es nur interessant, dass das so, also ich finde es eine interessante Beobachtung. Genau, ja, bei Rayman M, was kann man dazu noch sagen? Das hat natürlich jetzt ein bisschen Abschwächung bekommen nach hinten, ne? Weil die aktuellen Parts natürlich relativ jung sind und weil durch die lange Spanne, die zwischen Part 24, wo das Problem auftrat, und Part 25, was ja erst vor wenigen Wochen kam, weil diese Spanne relativ groß war, sind natürlich dadurch viele Zuschauer verloren gegangen, ist ja klar. Ja, da lag ein halbes Jahr dazwischen oder so. Und deswegen sind natürlich da auch die Werte dementsprechend schlechter geworden, wobei es echt auch immer noch gut ankam, also toll. Genau, ja, zu meiner eigenen Meinung, welche Projekte fand ich am besten? Ich will mich da eigentlich gar nicht so festlegen. Ich meine, mir hat alles irgendwie Spaß gemacht, sonst hätte ich es nicht gemacht. Ja, ich will mich da wirklich nicht festlegen. Also, klar, mir macht alles Spaß. Ich fand halt die Ultra Hardcore Season hat mir auch mega viel Spaß gemacht dieses Mal. Die wurde halt leider nicht so gut geschaut. Da machst du halt nichts. Aber ich hab mega Bock drauf gehabt. Und die Jungs, mit denen ich gezockt habe, hatten auch mega Bock drauf. Also, ja, warum nicht, ne? Es kam ja auch. Es kam wirklich nicht so gut an, aber ich denke, es war trotzdem ganz cool. Also wir überlegen uns vielleicht, ob wir es nochmal, also ob wir dann nochmal sowas machen. Aber ich will das jetzt nicht auf Views oder so beschränken. Weil es gab ja auch ein paar, denen scheinbar auch gefallen hat. Das freut mich natürlich auch. Also wie gesagt, das fand ich cool. Aber auch solche Projekte wie Rayman M haben mir natürlich Spaß gemacht. Oder auch Avenger Craft. Also wie gesagt, ich will mich eigentlich echt nicht festlegen. Denn ja, ich find's nicht ganz leicht, ne? Okay, aber dann bedanke ich mich fürs Zuschauen des Videos. So viel zur Auswertung. Einfach mal auch für euch, dass ihr so eine Übersicht habt. Wie sah es dieses Jahr aus? Und das eigentliche Video kommt natürlich erst heute Nachmittag. Das ist das Best of 2018. Da habe ich lange, lange dran geschnitten. Hei, hei, hei. Also dieses Jahr hat es echt ewig gedauert. Ich weiß auch nicht. Ich hoffe, es ist gut geworden. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und schaut's an. Kommt heute Nachmittag und ja, dann sehen wir uns hoffentlich dann zum Best of 2018 wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!